Hey Leute, herzlich willkommen bei Bubstrong bei Erfurt. Ich bin Johannes Queller. Heute in einem neuen Discussion Sunday geht es ums Warm-up. Ja? Da gibt es ja so verschiedene Lager im Warm-up. Ne? Die einen sagen CrossFit-Style, your workout is my Warm-up. Was ja impliziert, dass man eine ganze Menge in dieses Warm-up reinsteckt und entsprechend schon verausgabt aus diesem Warm-up rausgeht. Die anderen sagen, Alter, ganz kurz und knackig, ein bisschen Puls hoch und dann ran an die Buletten. Ja. Wer hat denn nun recht? Ich denke, das kann man gar nicht so über einen Kamm scheren. Ja. Da muss man auch gucken immer, was möchte man insgesamt erreichen und welchen Zweck hat dieses Warm-up. Ja. Grundsätzlich kann man ja sagen, ein Warm-up hat die Aufgabe, deinen Körper auf die bevorstehende Belastung vorzubereiten. Ja? Was machen wir in so einem Warm-up? Wir machen ein nicht spezifisches Warm-up, also ein allgemeines Warm-up, um den Blutfluss zu erhöhen, ja? Die Herzfrequenz ein bisschen zu erhöhen, leicht ins Schwitzen zu kommen und dadurch dann auch die Elastizität der Muskulatur, der Sehnenbänder zu erhöhen, um Synovialflüssigkeit in den Gelenken, also die Gelenke zu schmieren, zu produzieren. Und das ist sozusagen erstmal das allgemeine Warm-up. Und dann gehen wir ins spezifische Warm-up. Brauche ich eine ganz spezielle Beweglichkeit für einen Overhead-Squat, für einen Snatch? Brauche ich eine ganz spezielle Beweglichkeit, weil ich Skin the Cat im Ton mache oder was auch immer? Auf jeden Fall, das wäre dann ein spezifisches Warm-up, was mich direkt darauf vorbereitet. Spezifisches Warm-up wäre aber auch zum Beispiel eine Kniebeuge mit einer leeren Langhantel. Ja. Insofern, ich kenne ganz viele Gewichtheber, die sich mit der Langhantel warm machen. Ja, die nehmen die Langhantel, machen ein paar Overhead Squats, ein paar Power Snatches mit der oder Muscle Snatches mit der leeren Langhantel und damit wärmen die sich auf. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich meine B-Lizenz gemacht habe, 2005 glaube ich, meine Fitnesstrainer B-Lizenz habe ich 2004 oder 2005 gemacht und da habe ich, 2005 müsste das gewesen sein, da war ein Typ mit mir in dieser Ausbildung, der hat, da hieß es so, wir waren im Kraftraum und da sollten wir uns aufwärmen, ja? Und beim Aufwärmen sollten wir Bankdrücken machen. Und der Typ hat einfach mal in seinem ersten Satz 100 Kilo aufgelegt und hat sich mit 100 Kilo warm gemacht. Hat ganz entspannt so deine 10 Wiederholungen gemacht, abgelegt und dann weiter erhöht. Fand ich schon ein bisschen beeindruckend. Anyways, zurück zum Thema. Warm-up. Wie gesagt, ja, es ist so, ihr müsst euch selber die Frage ausstellen, was soll mir dieses Warm-up bringen? Ja? Sehe ich dieses Warm-up als weitere kleine Trainingseinheit, zum Beispiel im Grundlagen-Ausdauerbereich, gehe ich eine halbe, dreiviertel Stunde joggen vorher, eine halbe Stunde easy oder rudern oder was auch immer. Was soll mir dieses Warm-up bringen? Und die zweite Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, was mache ich mit diesem Sport? Was soll mir das Training bringen? Ja? Wenn ihr jemand seid, der auf die Bühne geht oder in irgendeinem Sport Weltmeistertitel oder generell Meisterschaften bestreitet und auf die Bühne wollt, sei es Bodybuilding, sei es irgendetwas, dann braucht ihr kein Warm-up, wo ihr schon völlig zerschossen rauskommt. Ja? Außer ihr macht zum Beispiel CrossFit. Ja? Bei CrossFittern ist das gar nicht so verkehrt. Warum? Die CrossFitter brauchen eine extrem hohe Work Capacity. Das heißt, die CrossFitter müssen einfach unglaublich viel Stuff tun. Die müssen eine ganze Menge einfach bewerkstelligen können und sie müssen es nach einer Stunde Pause wieder machen können. In einer anderen Form, in einer anderen Art und Weise, intensiver, ausdauernder, was auch immer. Ja? Das heißt, was möchte ich erreichen, ist wichtig und was soll mir dieses Warm-up bringen und was ist eigentlich mein Ziel im Sport? Wenn ich einfach nur ein Breitensportler bin, dann kann ich auch von einem extrem ausladenden, ausufernden Warm-up profitieren. Ja, ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, ein Warm-up von Zach Evan Ash mal gepostet, so eine Warm-up-Routine von ihm, ja, wo ich dann in der Türkei auf so einer Wiese rumspringe. Fuck, man, das war anstrengend. Ja, das war so ein Warm-up, wo man wirklich sagt so, oh fuck, your workout is my Warm-up. Ja, weil das war eine eigenständige Trainingseinheit, nur dieses Warm-up. Ja, viele Leute wären da schon eine Woche mit Muskelkater danach.
So, das heißt, wenn ich das mache und das sozusagen vor meinem Krafttraining einbaue, so als Breitensportler, einfach nur so ein bisschen fit werden, dann werde ich davon auf jeden Fall profitieren, ja, weil das meine allgemeine Fitness auch verbessert. Es verbessert, also die es noch nicht gesehen haben, schaut euch dieses Video mal an. Ne? Und da geht es einfach, wie gesagt, um ganz viele Sachen, auch Vorwärtsrollen, Ratschlag und so eine ganzen Geschichten. Das heißt, ihr werdet damit auf jeden Fall wesentlich fitter, als wenn ihr einfach nur 5 Minuten auf den Stepper geht und danach eure Kniebeugen macht. Auf der anderen Seite ist es wieder so, dass Profi-Gewichtheber, Profi-Powerlifter, sonst sowas, jegliche Form der Cardio ist wieder leicht konträr zum maximalen Kraft- und Muskelaufbau. Leicht, sage ich bewusst, weil es bedeutet nicht, dass ihr komplett abbaut, nur weil ihr ein bisschen längere Warm-ups macht. Ja? Aber trotzdem sollte man sich auch die Frage stellen, wenn ich mich jetzt im Warm-up schon komplett verausgabe, habe ich da noch genügend Kraft und mentale Willensstärke, um dieses heftige, schwere Training im Powerlifting weiter durchzuführen. Ja, deswegen machen viele Powerlifter, viele olympischen Gewichtheber sehr kurze Warm-ups, wo es halt ums Wesentliche geht. Ein bisschen Bewegung, ein bisschen den Kreislauf hochbringen, leicht ins Schwitzen kommen und eben mit der Langhand ein paar Übungen machen, um Gelenkschmiere zu produzieren. That's it. Ja? Und dann gehen sie in ihre Einheiten und bewegen hunderte, tausend Kilos. Ja? Also die Gewichtheber haben schon einige Tonnen, die sie da pro Trainingseinheit hin und her schmeißen. Ja? Und deswegen muss man sich fragen, was soll mir dieses Warm-up bringen und was will ich mit meinem Sport erreichen? Ja? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen meine Meinung näher bringen zum Thema Warm-up. Ja? Das heißt, es ist nicht falsch, ein kurzes Warm-up zu machen und es ist nicht falsch, ein ausdauerndes und sich also komplett verausgabendes Warm-up zu machen, weil beides hat seinen Sinn und beides hat auch seinen Platz, aber eben je nachdem, in welchem Bereich ihr euch sportlich befindet, ist das eine besser oder das andere besser. Und nichts spricht auch dagegen, wenn ihr euch hin und wieder mal in andere Sphären traut. Ja. In diesem Sinne, schönen Sonntag noch, bis bald, haut rein, tschüss.